Suche nach neuen Lautsprechern für mein Setup da hinten war für mich von Anfang an unglaublich schwierig, denn ich wollte welche, die gut aussehen und gut klingen. Doch dann wies mich jemand von euch auf Twitter auf welche hin, die mir richtig gut gefielen. Und ihr seht nun mein Review dazu. Ich nutze die Onkyo LS 3200 nun schon seit 6 Monaten, was in meinen Augen oder wohl eher Ohren auch sehr wichtig ist bei solchen Produkten, weil sie erst mit der Zeit so ein bisschen zeigen, ob sie gut sind oder ob es vielleicht was Besseres gibt. Aber bevor wir jetzt zu den Ohren kommen, will ich tatsächlich noch kurz über die Augen reden. Die Onkyo 2.1 zählen in schwarz oder weiß wohl zu den schöneren Lautsprechern. Sie sind nicht die schönsten, aber auf jeden Fall überdurchschnittlich und etwas Besonderes auf dem Schreibtisch oder TV-Schrank. Man kann sie entweder auf dem Tisch im Hoch- oder Querformat nutzen oder sogar an die Wand montieren, wie ich das nicht gemacht habe, weil ich sie persönlich auf dem Schreibtisch schöner finde, weil mein Schreibtisch ja auch höhenverstellbar ist. Verbunden werden sie dann mit dem Receiver und dieser wiederum mit einer Steckdose und los kann's gehen. Naja, fast. Den Subwoofer muss man getrennt einstecken, denn der hat Bluetooth. Das erscheint erst relativ unsinnig, ist aber tatsächlich eine meiner Lieblingsfunktionen dieses Systems, weil es mir erlaubt, ihn überall im Raum hinstellen zu können, ohne dass ich nervige Kabel verlegen müsste. Allgemein hat das LS 3200 Bluetooth, was natürlich sehr angenehm und fortschrittlich für Schreibtischboxen ist. Ich habe das allerdings am PC aufgehört zu nutzen mit dem Bluetooth und normale Aux verwendet, weil ich relativ hohe Latenzprobleme hatte, so 1 bis 2 Sekunden. Das stört bei Musik natürlich nicht, aber bei Film und Videoschnitt hat es mich dann schon ein bisschen aufgeregt. Der Subwoofer hingegen, obwohl der auch mit Bluetooth verbunden ist, hatte diese Probleme nicht. Zumindest ist es mir da nicht aufgefallen, also da klang alles perfekt. Wenn ich euch eine Empfehlung aussprechen könnte, würde ich wahrscheinlich nicht mal zum schwarzen Modell greifen, wie ich es gemacht habe, auch wenn es einen schönen Kontrast zwischen iMac, Tisch und so weiter herstellt. Aber das weiße Modell, auf dem sieht man Staub, denke ich, weniger und Kratzer, was bei meinem so ein kleines Problem ist optisch. Nun will ich aber über die Tonqualität reden, denn die ist ja wirklich sehr wichtig bei so Lautsprechern. Die zwei Lautsprecher, die jeweils 2 kleine Boxen beinhalten, klingen sehr klar und können auf Wunsch lauter werden, als man sie jemals brauchen könnte. Der Ton ist aber nicht übertrieben basslastig oder übertrieben neutral, sondern eher die gesunde Mittelklasse. Man kann damit sowohl Musik hören als auch Musik erstellen, ohne groß Qualität einbüßen zu müssen. Am Anfang war es mir wirklich wichtig, neutrale Lautsprecher zu kaufen, die den Ton nicht verfälschen. Doch dann habe ich es lieben gelernt, dass diese Lautsprecher so ein bisschen übertreiben, ein bisschen basslastiger sind und ein bisschen mehr Höhen haben, als sie eigentlich haben müssten. Weil man damit einfach viel angenehmer Musik hören kann und es macht dann im Endeffekt auch mehr Spaß, Filme und so weiter zu gucken. Einen Tod muss man wohl sterben, schätze ich. Aber was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass diese Anlage hier eine Funktion hat, dass sie nach 3 Sekunden angeht, wenn man Musik abspielt und sich dann auch automatisch nach einer gewissen Zeit wieder ausschaltet. Dadurch spart sie Strom und muss sie nicht immer ein- und ausschalten, wie das bei meiner alten Anlage halt noch der Fall war. Auch schön, es lag eine Fernbedienung im Lieferumfang bei, mit der kann man die Lautstärke steuern und den Bass und so weiter und noch zwischen AUX hin und her schalten und eben Bluetooth. Allgemein also ein sehr Mainstream-taugliches Musiksystem, das auch noch gut aussieht. Also ich persönlich bin sehr zufrieden, aber wer diese Extra-Funktion mit dem Bluetooth und so weiter nicht braucht, für den gibt es, denke ich, bessere Wahlen. Denn was das Klangbild angeht, finde ich die Bose Companion 50 oder so ein bisschen spannender und auch weil sie aus Metall sind, ein bisschen hochwertiger. Was die Funktion alleine aber angeht, bin ich extrem zufrieden, da kann ich mich gar nicht beschweren. So, das war es jetzt von diesem Video. Viele von euch wollten es sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es so war, lasst mir doch ein Like da und wir sehen uns schon sehr bald wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.